So, Jubiläum, 40. Folge, ist es nicht schön? Also, ich glaube, ich habe selten so ein langes LP gemacht. Ha, welche Ironie, ich habe ja auch erst drei davon. Gut, dann machen wir das ja. In the Air Tonight, ich glaube, so heißt der Song, den der am Ende des letzten Parts gesungen hat. Jetzt erinnere ich mich nämlich wieder. Bla 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 bla, bla bla in the Air Tonight. Oh Lord. Bla 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 bla, ich weiß den Text nicht mehr. Behindert. Ich schaff die Mission nicht, denn sie ist zu schwer. Was für eine Scheiße. Wow, ich bin so ein guter Songwriter, ich könnte berühmt werden. Ja, dann sing mal schön deinen Song. Ich möchte den. So. Der Song ist viel zu gut, ich will den komplett hören. So, ich hab's zweimal geschafft. Wahnsinn. Komm, 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 komm. Dreimal geschafft. Ich bin ein Meister. Ich bin der Profi. Wie schaffe ich das auf einmal? Warum habe ich das gerade nicht geschafft? Ich bin doch nicht behindert. Es kommt von da. Ey, soll ich das wirklich schaffen? Ohne einen Fehlschlag zu kassieren, dann bin ich ja echt der Übermeister. Oh. Vor allem, wo tauchen die alle auf? Diese Typen. Ja! Ich hoffe, die lassen mich das überhaupt durchgehen mit der GEMA. Scheiße, fällt mir gerade das ein. wenn das Video zufällig auf portablen Geräten nicht abspielbar ist, also PS Vita, Handy und so weiter, dann schiebt die Schuld nicht auf mich, sondern auf die schöne Musikverwaltungsgesellschaft GEMA, die euch dann verweigern werden, das Video zu sehen. Allerdings ist es schon öfter so gewesen, dass die mich deswegen benachrichtigt haben und dann ist gar nichts passiert. Dann erscheint halt nur manchmal Werbung vorher. Da habe ich gute Hoffnungen. Ansonsten wird der Song halt ausgeblendet. Leider. Ah, scheiße, gut. Ein Seil, gut, ein Seil, das geht ja noch, das geht ja noch. Ist ja in Ordnung. Okay, Beine auf einmal. Nein! Ah! Scheiße. Jetzt verkacke ich auf einmal. In the end of the night.
Hölle. Das ist ein Song zum Mitsingen. Ich hoffe, der wird nicht gesperrt. Das wäre wirklich zu schade. Oh yeah, das rockt. Ich bin ein Kind von dir. Ja, hurra. Okay, dieser Song hat definitiv Swag. Ja, klasse Vorstellung. Mate, that's it. I'm paying Giorgio back. It's gonna cost me a bloody fortune. You know, he wants 60% interest. What can I do? I've got to think of my boy's well-being. Hi, Vic. What do you think of the show? Killer. Cheers. Hey, Barry. I'm glad you're thinking of my well-being. I could do with a break. No, mate. We should be moving on. Strike while the iron's hot. The US loves you. But I'm booked in at the hotel for another week. I was going to work on the tan. You're kidding. You're going to go to work, mate. I've just lined up a rake of shows. Loads of dosh. And what about my well-being? Trust me. You'll thank me. Don't get all histrionic. Histrionic? I've spent the last few days being chased around the city by a maniac. I've been shot at and nearly blown up. See what I mean? Bloody celebrities. Hey, Vic, have you ever thought about a career in management? Hold up, boy. I'm your management. Yeah, mismanagement. Or was that just Rennie's name for you? You should have got those false tits, mate, just like Rennie suggested. They'd look great alongside that real one you're using for your head. Hihihihi, lustig. Hätte ich von Anfang an gewusst, dass das so ein Prominenter ist, den wir da beschützen sollten, dann hätte ich da von Anfang an alles gegeben. Also, nice Vorstellung. Wo sind meine Waffen? Hallo. Ah, ich habe sie alle noch. Wunderbar. Es wird ein richtiges Date, Mister. Was? Du bist, was? Du bist bestimmt bei Lance. Wie immer. Punkt. Ich sehe dich da. Ein Smiley. Die hatten Smileys schon? Wahnsinn. Karten für das Phil Collins Konzert kaufen? Nein, danke. Darf ich? Ich darf den Song dann doch. Ich darf den Song jederzeit hören, oder was? Verstehe ich das richtig? Ich muss mir erst in-game Geld verdienen, damit ich. Ich gehe davon aus, dass es immer derselbe Song ist, der abgespielt. Das könnte ich eigentlich mal probieren, später mal. Na, natürlich nicht jetzt, das dauert dann wahrscheinlich wieder 6 Minuten oder so, aber es ist definitiv mal eine Option, ey. Also die Musik, die fand ich gerade gut. Ich fand den Song geil. Ich meine, ich kannte den ja schon vorher. Aber den mal wieder zu hören, das war auf jeden Fall. Das war eine krasse, übersinnliche Erfahrung, Alter. Das sollte ich bald wieder machen. Da hinten, da ist ein Herz. Toll. Los, sofern das Auto mich dahin lässt. Nee, das war echt cool gerade. Also sollten das sogar unterschiedliche Songs sein, die da gespielt werden, dann würde ich da, sofern ich 0 Dollar hätte und nicht 33.000, dann würde ich da echt Geld für verdienen gehen, einfach nur um mir die Musik da im Spiel anzuhören.
Das ist doch echt geil. Ohne Scheiß. Da, also, das ist echt eine coole Funktion, die da. Also, Funktion. Das ist ein echt cooler Spielabschnitt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass wenn man schon Karten für das Phil Collins Konzert kaufen darf darin, dass man dann nicht auch gleichzeitig wieder diesen Typen vor herabfallenden Objekten schützen muss, denn ich möchte gerne die Musik genießen, ja? Und nochmal zu dem Zeug mit der GEMA. Sollte das so sein, dass das Video hier gesperrt wird? Also es gibt drei verschiedene Arten der Sperrung, so wie ich das bisher herausgefunden habe. Erstens Vollsperrung, ihr könnt es gar nicht sehen. Zweitens Teilsperrung, also es ist nur auf Mobilgeräten, wahrscheinlich nicht verfügbar, Handys und Tablets und PS Vita und nur dann auf dem PC. Und die dritte Sperrung ist gar keine Sperrung, weil dann kommt manchmal einfach nur ein bisschen Werbung vorher, vor dem Video, also im Namen der GEMA und nicht in meinem Namen. Und dann dürft ihr trotzdem das Video schauen. Welche dieser Teile eintreffen wird, welche dieser Fälle eintreffen wird, beziehungsweise ob überhaupt einer dieser Fälle eintreffen wird, das kann ich natürlich noch nicht sagen. Da werde ich dann rausfinden, sobald ich das hochgeladen habe. Aber ihr könnt euch definitiv auf eine Show freuen, wenn, beziehungsweise ihr konntet euch auf eine Show freuen, wenn das nicht gesperrt wurde, je nachdem. Gut. Ich hoffe, ich bin auf der richtigen Seite. Ja, bin ich. Ich wollte schon sagen, ich bin ein Profi, ich brauche doch keine Karten. Ich bin mein eigener Navigator. 11 Minuten, wie schön. Ich habe 6 Minuten einfach nur mit dem Song verbracht. Das ist, aber ich finde den echt cool. In the Air Tonight. Wenn der wirklich so heißt, dann werde ich den nachher mal legal runterladen. Das soll keine Anspielung sein. Ich habe Amazon-Guthaben. Haha, ja. Und ihr solltet euch ein Beispiel daran nehmen. Immer schön die guten Künstler unterstützen. Und ja gut, bei schlechter Musik, da drücke ich mal ein Auge zu. Ihr müsst einfach nur alle Musik, die ihr habt, als schlecht bezeichnen. Dann nimmt euch keiner mehr das übel, wenn ihr die ganze Zeit illegal runterladet. Nein, überhaupt kein Problem. Bist du Polizei? Ich will mich selber stellen. Ich habe gestern einen Song illegal runtergeladen. Oh, das macht dann 22,5 Jahre Gefängnis. Da brauchen wir auch gar nicht vor Gericht zu gehen. Das wird sowieso schon hier festgestellt. Oha, da haben sie sich jetzt aber keinen Gefallen mitgetan, dass sie zu uns gekommen sind. Der Tag wird irgendwann noch kommen, an dem die Polizisten wahllos irgendwelche Passanten auf der Straße anhalten, deren iPods oder MP3-Player nehmen und dann die nach gestohlener Musik durchsuchen. Das wird noch kommen, da könnt ihr euch sicher sein. In 50 Jahren. Oder 150 Jahren. Je nachdem. Light my pyre. Hey, where's Louise? I don't know. Shit, if that bitch ripped us off, I'll rip her head off. Hey, she's clean, unlike you. No, she is a drug addict. I'm just having fun. There is a difference. Vic, they got Louise. What? They had me too. It was awful. Who? All these men all sweaty and hot and well, nobody laid a finger on me, but they got Louise. Who's got Louise? They got her and they said they'll kill her if you don't do what they want. Who? Armando Mendes. Oh, oh, he wanted me too. I could see in his eyes. Those Latino men. Yeah, definitiv. Like, women. I nearly got taken. All right. Come on, Lance. Let's finish this. Why? She's a train wreck. Let him have her. What? Are you serious? Yeah, move on. Plenty more fishes in the sea, baby. You get moving right now or I shoot you first. All right. I'm coming. Don't worry about it. Wait. I'm telling you, it was nearly me. One day it'll be me. One day. Oh, ich könnte hier jemanden bezahlen, damit er dich entführt und so tut, als würde er dich mögen. Ist dir geholfen damit? Man, we're wasting our time. The bitch is dead already. Armando's got two things to say. One, get out of ice now and the girl lives. And two, my car! My car! Ja gut, davon fahren ja nicht nur 5000 in der ganzen Stadt rum, die wir uns jederzeit klauen könnten. Folge Lance. Ja, das dürfte schwer werden, wenn ich kein Fahrzeug habe. Was ich allerdings jetzt habe, deswegen. Lance wird angegriffen, ja, das war ja sowieso klar. Als ob der überhaupt irgendwie fähig wäre, sich selbst zu beschützen. Warte, wie macht man 100 Drive-Bys? Ah.
So. Oh. So, ich glaube, ich... Nein, Lance! Du Homo! Du scheiß Homo! Steig auf dein blödes Motorrad, los! Und fahr gegen mich! Und fahr dann auf einem Rad, alles klar, du bist wirklich vernünftig! Ich glaube, der Typ hat seinen Führerschein auch auf dem Jahrmarkt gewonnen hier. Jetzt schon das zweite Gangster-Auto. Nein! Was? Oh. Los. Das ist echt schwer mit den Drive-Bys. Deswegen mache ich die auch nie. Nicht, dass ich das nicht könnte, wie ihr gerade seht. Nicht, dass mein Auto jetzt nicht gerade Flammen fangen würde. Scheiße. Da! Nein! Ich habe kein Auto und kaum Energie. Da! Los! Lance ist sowieso tot. Das kannst du eh vergessen jetzt. Ich kann es ja wenigstens noch versuchen. Mit fast null Energie, aber... Gut. Lance wird angegriffen, beschütze ihn. Ja, danke. Das weiß ich auch schon. So, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg. Perfekt. Lance hat 10% Gesundheit. Wir haben 10% Gesundheit. Besser könnte es doch gar nicht laufen. Ja, Lance, stirb einfach. Der macht aber auch ernst gerade, der Typ. Einen Moment. So, Lance, könntest du jetzt bitte sterben? Ja. Ja, er ist tot. Alles klar, danke sehr. Ja, bringt mich bitte auch um. Die sind zu blöd, um mich umzubringen, aber können meinen Bruder, meinen Cousin umbringen. Das ist gar nicht logisch, Alter. Das ist doch unlogisch, ist das doch, ne? Ja gut, wenn es nicht logisch ist, dann ist es klar unlogisch. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, Zahltag mal wieder. Wir können uns ja jetzt hier halt wieder unsere Waffen kaufen. Und wir probieren es ja natürlich gleich nochmal, denn wir haben ja noch 2 Minuten. Andererseits könnte ich auch einfach sagen, beende ich den Part hier, denn ich habe genau noch 4 Minuten Aufnahmezeit. Das könnte ich euch jetzt beweisen. Fail, so. Gib mir dein Taxi, hallo? Fahr nicht weg. Na warte, kriegt der hier halt aufs Maul. Komm her, raus mit deinem pinken Anzug, das ist jetzt mein Auto. Ja, jetzt ist es mein Schrotthaufen. Wo geht's zum Haus? Einmal hier quer runter, das wird schon irgendwie passen. Denn ich schaffe es gerade in diesen 2 Minuten nach Hause zu fahren, aber doch lange nicht die Mission zu erledigen. Da bin ich viel zu langsam für. So und... Ihr müsst mir im Übrigen nicht in die Kommentare schreiben, wie man das macht. Wahrscheinlich habe ich das bis dahin sowieso schon geschafft, diese Mission. Ihr könnt mir allerdings doch, ihr könnt es natürlich in die Kommentare schreiben. Ich habe gegen gar nichts, was ihr in die Kommentare schreibt. Allerdings ist es halt vieles unnötig, weil, ja, ich habe dann halt schon die ein oder andere Mission geschafft. Und es ist nicht mehr besonders nützlich, wenn ihr da reinschreibt, mach doch dies, mach doch das, benutzt das, ob der macht das doch mal, warte. Up in the garage und now we're entering the building. And, going to sleep a little bit, because I'm a little sleepy. Ich weiß gar nicht, was müde auf Englisch heißt. Ist ja auch egal. And now we're gonna save our safe game. Wow, mein Englisch ist so gut. 28,3% haben wir. Wie viel haben wir denn jetzt? Das interessiert mich mal. 28,3 und jetzt haben wir
29,6. Guck mal, haben wir doch 1,3% wieder geschafft. Es ist doch einfach nur schön. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, dann schaffen wir diese Drive-By-Mission. Beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, wie man das sonst schaffen würde, weil Rammen bringt ja eigentlich nicht viel. Da musst du dann halt 1000 Mal rammen. Dann geht zuerst dein Fahrzeug kaputt und dann musst du dir noch ein anderes suchen und dann damit nochmal 1000 Mal rammen. Und dann geht erst das Fahrzeug der Gegner kaputt. Das ist die Logik hier. Aber nichtsdestotrotz, geiles Konzert am Anfang. Also das hat mich überrascht. Das fand ich cool, echt konkret, krass, Alter, so. Finde ich bis jetzt eigentlich fast besser als Liberty City Stories, das Spiel. Konnte ich eigentlich gar nicht glauben. Ich finde Liberty City Stories nämlich ziemlich geil von der Story her. Also da hat mich die Story wirklich geflasht, hat sie mich. Oh, geflasht. Nur GTA 4 war besser. Naja, das ist ja auch was völlig anderes. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich habe noch eine Minute Aufnahmezeit, deswegen mache ich es jetzt mal schnell. Bewertungen wie immer da lassen und ansonsten noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.